du denn da? In dieser Runde geht es darum, die Frage zu beantworten: Hat er denn da was? Und wenn ja, was hat er da? Hat er da was glatt oder hat er da was Haar da? Hat er da was, sonst keiner hat? Nein, in der nächsten Runde geht es natürlich nicht darum. Sag mal, ich lerne das auswendig und keiner von euch zuckt auch nur. Hammer! Vielen Dank. In der nächsten Runde geht es darum, Songs zu erraten, die euch hier gleich von diesen vier Sängerinnen gesungen werden. Schön, dass ihr da seid. Jenny, Bukett, Lisa und Toni beziehen schon Position. Also folgendes: Wenn ihr den Titel wisst, dann buzzert ihr. Ist das korrekt? Gibt es einen Punkt? Ist eure Antwort falsch? Dürfen die anderen weiterraten und ihr seid für die Runde gesperrt. Das Besondere an diesem Quiz ist diesmal nicht wie unsere Sängerin singen, sondern was. Jeder von ihnen singt nämlich jeweils eine Wortart aus dem Songtext. Einer also nur die Artikel, der oder die nächste dann nur die Verben, Substantive und so weiter und so fort, sodass der Song zum Ende immer klarer wird. Verstanden? Und müssen wir Sänger, Sängerin und Song wissen oder ist das egal? Ich will den Titel hören. Wir fangen einfach mal an. Welchen Song suchen wir? Du nichts. Dir. Den. Ein. Du. Die. Der. Dir. Ne. Du ihn. Sieh du wieder. Wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose, wie du wieder aussiehst. Junge. Ob das richtig ist? Oh, ich Junge. Weiß es. Ob das richtig ist? Aber nur durch dich. sehr gut, Teddy. Teddy weiß es auch, weil Shirin es vielleicht richtig gelöst hat. Wir hören rein, ob es richtig ist. Und wie du wieder aussiehst. Es gibt einen Punkt für dich. Sehr gut, Shirin. Wir haben einen weiteren Song und der klingt so. Doch, aber ich kenne den Song nicht. Ich kenne den Titel nicht. Nein! Wow, okay. Ja. Ja? Auch nur danke für Senorita. Wie heißt der Song? Wie ist die Lösung? Ich nehme an, Senorita. Senorita? Kann das sein? Ist das richtig? Senorita! Gut erkannt. Ich wäre nicht drauf gekommen, wenn du nicht Senorita gesungen hättest. Aha. Thank you very much. Thank you very much. Gut. Ja. Vorletzter Song. Welcher ist das hier? War. Ging. War. Schien hatte und war trat saßen und
Wow. Und erklang und war, als sah stand Mann. Und Blut. Ist so wie. So wie. Komm, schenk. Komm, schenk, was ist denn das? Was und ist denn das? Oh mein Gott. Oh. Nee. Das ist, also jetzt hatte ich, jetzt habe ich zwei im Kopf. Also einmal könnte es sein, und das ist jetzt noch keine Antwort. Okay, warte okay. Mal. Okay. Oh weil Gott. Da kam Matthias Reim oder pur. Oder warte, warte, ich habe jetzt gerade an der Reaktion gemerkt, dass ich falsch lag. Ich bleibe bei Matthias Reim, aber dann wird es mich wundern. Songtitel? Ich hatte ja klipp und klar auf deine Nachfrage gesagt. Genau. Oder die kann ja auch sein, dass es Song Matthias Reim da, heißt. Nee, aber. Und da wollte ich dich eben fragen, ob es möglich wäre, dass... zu tauschen? Nee. Ob, mal, ob wir mal, tauschen können. Nee, ob ihr das letzte Wort noch mal ansingen könntet. Es der nur, Typ war nee, wahnsinnig. Nee, nur wenn es geht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich... Ich habe vor Aufregung jetzt natürlich alles vergessen. Teddy, pass auf. Joko, bitte. Weil du es bist. Ja. Wirklich. Ja, Joko, sag's. Du hast keine Chance, das nochmal zu hören. Okay, dann lass mich kurz reminiscen. Teddy, bitte. Hallo, kann ich kurz mal überlegen? Also, es du ist kannst mein... nicht im einfachen Pass an. Du kannst nicht im einfachen Pass an und dann 5 Minuten Sendezeit einfordern. Schon, wisst ihr es? Nee, es gibt ja nur einen Titel von Matthias Reim. Ne? Und das ist Dinge. Den meinst du doch, ne? Na klar. Den einen Titel von Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich. Der ist es aber falsch. Nicht. Der ist es nicht. Ich hab's. Bastian Pastewka. Ja, es gibt 2 Titel von Matthias Reim, die man kennt. Bastian Pastewka hat mich in die Irre. Ich wollte gar nicht, verdammt, ich lieb dich sagen. Auf wessen Seite stehst okay. du eigentlich, Tedios? Ey, du wirst dich jetzt gleich beruhigen. Teddy, setz dich hin, beruhig dich. Ja. Simon. Ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, ob das überhaupt richtig ist, weil ich nicht bei Matthias Reim bin, sondern bei Griechischer Wein von Udo Jürgens. Oh! Wir hören mal rein. Ist das die Möglichkeit? Griechischer Wein, wo die alten verdrossenen Lieder schenken doch mal ein. Denn ich fühle mich in so Udo Jürgens, ein Punkt für dich, hat nach eigener Aussage den Song in nur 20 Minuten geschrieben. Und es war einer der ersten Songs, die ich tatsächlich mit der Gastarbeitersituation in Deutschland auseinandersetzt haben. Und ich habe eine private Geschichte. Habt ihr kurz Zeit? Klar. Ich bin mal in Düsseldorf Klar. gewesen, in einer Bar. Tinus heißt die. Eine wunderschöne, so eine richtige alte, gediegene, tolle Bar mit tiefen Ledersesseln und so, wie man sich vorstellt, tolle Getränke. Die Kellner kommen mit einem Tablett und weißen Handschuh. Und es lief den ganzen Abend Udo Jürgens in der Bar. Und irgendwann haben wir zu dem Kellner gesagt, ist es wohl möglich, dass irgendwas anderes gespielt wird als Udo Jürgens? Und dann hat der Kellner zu uns gesagt, gehen Sie bitte zum Klavier und sagen Sie ihm selber. Oh. Und Udo Jürgens, und wir haben es nicht gecheckt, weil wir halt einfach viel zu betrunken gewesen sind. Und von der falschen Seite, man kann von 2 Seiten in diesen Laden reinkommen. Von der falschen Seite reingelaufen sind und vorne steht ein Flügel. Und er saß wirklich am Flügel Krass. Und hat den ganzen Abend selber gespielt. Es war unfassbar. Krass. Nur ich kam jetzt halt auf, ich kam nicht auf ihn. Das ist halt schade für mich. Aber Simon, du hast gemerkt, lass dich nicht verwirren. Auch nicht, nur weil irgendwer anderes das Gefühl hat. Man muss hier seinen Weg einhalten, sonst wird man hier wahnsinnig. Gerade wenn Teddy antwortet und 5 Minuten braucht. Wir kommen... Jetzt zum letzten Song. Mal gucken, welcher das ist und wer es löst. Hand living. I broke. God. He. My plans, my head language. I realize.
Shirin hat sich erschrocken, weil du gebuzzert hast, Simon. Sorry. Ich war ein bisschen... Ah, kacke jetzt. Also es ist... Ich sag's vielleicht jetzt nicht, weil ich das... Ich weiß es. Wieso sagst du? Du musst was sagen. Ja, Robbie Williams ist auf jeden Fall. Mhm. Und der Titel... Ich hab's nicht mehr, ich hab nicht mehr gewusst, dass Robbie Williams ist. Wie viele Punkte hast du nochmal? Real love in the living. I need to feel real love. Ich glaube, ist auf jeden Fall total schön gesungen. Oh, ja, schön auch, sing ruhig weiter. Sicher, ich glaube, ich weiß es. Ist Entertainer vielleicht irgendwo in der... Also ich... Nee, das ist was anderes. Sag einen Titel. Real Love. Was fühlst du? Bitte? Real Love. I need to feel real love. Leider falsch. Was ist es denn? Hätte ich jetzt auch gedacht, sorry. Angels? Nein. Nee, Angels an. Nein. Hab ich auch gedacht. Auch falsch. Also es ist natürlich schon gesagt worden, aber das Lied heißt doch einfach nur Feel, oder? Oh. Das Lied heißt einfach nur Feel. Oh. Ja. Aber das ist ja... Und so klingt es. Das ist eure Kiste jetzt. Viel von Robbie Williams und das war ein Punkt für Bastian Pastewka und Wadde Hade Duden da.